Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Wiggles. Wir spielen heute weiter und wir versuchen heute auch gleich nochmal vielleicht gegen die Trolle zu kämpfen. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. Wir haben tatsächlich beim letzten Mal es geschafft, hier so ein paar rauszulocken, aber mit drei Zwergen war das halt nichts. Ich werde jetzt nebenbei auch tatsächlich gucken, hier ein bisschen die Höhlen weiter zu erforschen. Eventuell vielleicht doch einen Aufzug bauen, dass wir hier so ein bisschen peu à peu runterkommen. Wobei eigentlich müssen wir den Ring bloß nach oben bringen, ne? Ah, das ist so schwierig, weil ich nicht weiß, was ich machen möchte. Weil ich würde... Aha, okay. Weil ich würde eigentlich so gerne alles auf einmal irgendwie machen. Okay, komischer Musikwechsel, oder? Was machen wir hier? Ach, guck an, hier, siehst du? Hier ist auch nochmal was zum... Hier auch. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen auf alle Fälle hier an der Stelle auch nochmal kurz so einen kleinen Cut nach unten. Weil dann müssen die hier nicht ständig außen rumlaufen. Genau. Ich glaube, das wird fast das Beste sein. Oh Gott. Wo sind wir denn hier überhaupt? Haben wir noch überhaupt Zwerge? Hier ist noch einer. Was machst du? Er transportiert Pilzhut. Wahrscheinlich komplett unter die Erde. Ist aber auch blöd, ne? Hier ist noch einer. Was machst du? Ah, er kommt zum Graben. Oh, oh. Allerdings sehe ich gerade hier, Ernährung ist ziemlich katastrophal. Warte mal ganz kurz. Hast du vielleicht Essen dabei? Ist ein Heiltrank... Nö. Moment. Er soll... Ich weiß, er würde ganz gern helfen, aber es hilft nichts. Die, 30 sind es jetzt bloß noch. Diese 30 Einheiten Essen oder was wir hier haben. Hilft uns halt gar nicht weiter. Er sollte schon sich vernünftig ernähren. Die Wege sind halt, wie ich gesagt habe, einfach viel zu weit mittlerweile. Ach, hier wieder. Wir haben hier oben noch 7 Nahrungsmittel, hier unten, besser gesagt, zum Produzieren. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt hier? 4 Zwerge haben wir unten. Da ist nochmal, das sind 2 Wuger. Warte mal kurz. Ach, die dürften eigentlich arbeiten, guck an. Dann, du auch? Nö, der hat frei. Aber hier haben wir 3. Ja, kommt mal kurz hoch. Wir machen jetzt einmal kurz hier die Wuger fertig. Weil wir haben hier definitiv zu viele Gegner unten. Das muss echt weg. Aber hier zu dritt gegen 2, das funktioniert schon, glaube ich. So. Gut, einmal kämpfen bitte. Der zweite müsste eigentlich, glaube ich, auch noch irgendwo hier unten sein. Ja, er fällt nochmal runter. Ach so, ich dachte, der zweite ist auch hier unten. Ist aber gar nicht. Ja, okay. Ganz easy tatsächlich. Yeah. Der Wuger ist kaputt. Und dann nochmal ein Buch. Schauen, wer hat's bekommen? Er. Okay. Was ist die Bedeutung der... Was? Gürtelfäden. Ach, hey. Schau mal. Was es dazu bringt. Kung Fu? Aha, okay. Ich kenne mich jetzt nicht ganz so aus mit Kung Fu und so, ne? Aber wahrscheinlich, je nachdem,
wo der Gürtel hinzeigt, wie er aussieht. Keine Ahnung, bis ein Grad gibt's. Jetzt wollte ich nochmal kurz gucken. Ach Gott, hier waren ja auch nochmal welche. Und hier haben wir die fleischfressende Pflanze noch gar nicht besiegt. Okay. Ist jetzt aber der eine Typ schon oben oder läuft er immer noch hier unten lang? Ich hoffe nicht. Ist er schon weg? Er war's, oder? Ich weiß halt tatsächlich nicht mehr, welcher Zwerg das war. Aber es könnte Gottfried gewesen sein. So, warte mal. Du darfst eigentlich gleich nochmal was zum Essen nehmen. Du bist noch nicht fertig. Wie schaut es bei dir aus? Ganz gut. Den Hauklotz haben wir abgebaut. Das ist auch gut. Wir haben die... Was war das hier? Der Steinmetz haben wir abgebaut. Hier haben wir noch die Schmelze dabei. Wo konnte ich denn hier weitergraben? Hier drüben, ne? Ja, genau. Ich würde fast sagen, dass wir hier drüben jetzt dann weitergraben. Ich möchte... Was war das denn? Hallo? Hä? Wie ging das jetzt? War das ein Zeichen? Habe ich so gemacht? Was habe ich denn gemacht? Keine Ahnung. So, jetzt pass auf. Wir hatten ja hier oben trotzdem noch irgendwo Zwerge. Ich meine, sie war ja ständig hier irgendwie nur beim Essen produzieren. Hat Feierabend. Ja, hier. Was ist das? Hier, den Pilzhut. Ne, warte mal. Doch, leg den Pilzhut einmal kurz ab. Und danach kannst du den nochmal aufnehmen. Dann steckst du aber die normale Tasche, weil dann kannst du schneller laufen. So. Wir hatten ja noch Reithamster irgendwo. Hier ist noch einer fertig. Hast du einen Reithamster? Normalen Hamster, okay. Ich glaube, ich würde tatsächlich zuerst mal alle Zwerge mit einem Reithamster ausstatten wollen. Bevor wir hier tatsächlich das Tor öffnen. Ich weiß nämlich nicht mehr, ab wann das gezählt hat. Weil man hat dann, glaube ich, bloß eine halbe Stunde Zeit. 40 Minuten, irgendwie sowas. Und dann, ja, muss man eigentlich weg sein, dann muss man alles gepackt haben. Und ich möchte eigentlich nichts zurücklassen oder vergessen. Kann man hier noch irgendwas forschen? Ja, okay. Ja, okay. Die hätte ich mir eigentlich sparen können zum Aufbauen, ne? Nö. Auch nicht. Das Einzige, was uns gerade einfällt, ist, was ein bisschen doof ist. Ich glaube, ich hatte ja... Ja, die Rasters waren hier. Ich mach dem vielleicht mal ganz kurz die Tür auf. Mal gucken, was er macht. Nix. Okay, dann soll er wegbleiben. Konnte man hier noch... Achso, nee, das war der andere Zwerg. Sind die alle hier noch am Arbeiten? Der pennt, der auch nicht. Du hast... Naja, ich würde mal sagen, die zwei. Ja, die zwei sollen mal hier zum Graben gehen. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo gehen wir lang? Ach, warte, hier war auch noch was, ne? Geht erstmal kurz hier hin. Danach gehen wir weiter nach oben. Ach Gott. So, du hast einen Reithamster. Sehr cool. Das heißt, er müsste eigentlich jetzt mit dem Reithamster auch... Ja, siehst du? Jetzt haben wir die Holzkiepe drauf, einen Reithamster. Klar, die zwei Dinger brauchen zwar auch zwei Plätze mehr, aber unterm Strich können wir trotzdem zwei Plätze mehr tragen. Das ist alles schön. So, haben wir hier noch einen anderen Zwerg, der kann? Wahrscheinlich nicht, da haben wir schon durchgeguckt. Hier.
Die zwei, wenn es einen Reithamster hätten, die wären so schnell unterwegs. Aber wir haben hier generell so viel Hamster, gell? Warte mal, fang den mal ein. Nimm den mit. Ja, nicht erschießen. Mitnehmen. So, ach cool, schau mal, wir sind eh schon da. Zack. Zack, wahrscheinlich gehört es sowieso irgendwie zusammen. Klettern ist halt noch ein bisschen langsam, ne? Wobei die gefühlt eh schon schneller sind. Oder? Na, täuscht. Dramatische Musik. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt hier dahinter finden. Ich meine, der Feenbaum kann es eigentlich gar nicht sein. Der braucht mehr Platz. Oder? Ja, wobei, es ist schon... Also der, wenn es da unten wäre, wäre krass. Was ist denn hier drin? Ein Grillhamster. Sollen sie mitnehmen? Noch eine? Noch ein Grillhamster. Okay. Dann hier hoch. Wahrscheinlich kommen wir hier einfach oben raus. Kann man sich fast nicht vorstellen, dass hier wirklich der Feenbaum dahinter ist. Aber wir bekommen jetzt hier oben mit Sicherheit nochmal eine Kiste oder irgendwas. Vielleicht haben wir noch mal ein paar Bücher mit drin. Oder muss ja eigentlich fast so sein. Ja, natürlich! Versteckt sich ein Wuga hier drin? Was soll denn das? Weil der tritt gegen Schienbein, habt ihr gesehen? Euer Kack, ernst? Da war nichts drin? Nur der Wuga? Oh, warte, hier. Ach so, okay, warte mal, hier sind die Rasters, ne? Ja, genau, okay. Genau. Das Rausgraben hier, das geht ein bisschen schneller. Als wenn ich jetzt hier unten wieder zurücklaufe. Ah, da kommt noch jemand. Wo willst du denn hin? So, einmal weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Da ist zwar noch eine Kiste, aber ich glaube, die lasse ich jetzt erstmal noch kurz zu. Aber eigentlich müsste man so viel mitnehmen, wie geht, ne? Oh, Mann. Wir brauchen auch mehr Zwerge, die arbeiten können. Vielleicht so ein kleines Zwischenlager irgendwie. So, die sollen einmal schon mal bis hierher. Ne, warte mal, beziehungsweise die können eigentlich schon gleich hierher, weil wir haben ja die Tür auf Automatik. Das heißt, eigentlich müssten ja unsere Zwerge durchkommen, genau. Hier unten war ich auch noch nicht, aber hier ist auch noch eine kleine Sackgasse. Da haben wir nochmal einen Hamster. Bom, bom. Was ist denn mit der Musik heute los, sag mal? Ganz strange. Sollen wir da vielleicht mal dann später wen holen, der wo hier so ein bisschen Essen nach unten bringt, weil es wirklich Kochen hier unten ist nicht, ne? Ja, doch, okay.
83. Zum Glück kommt die Trolle her nicht. Der Typ hier, der ist komplett alleine unten. Ich meine, die haben wir vernichtet beim letzten Mal. Aber hier drüben die da. Glaube ich, ist nicht so geil. Der einsame Zwerg. Oh, da kommt noch einer. Könnte ich die theoretisch... Nee, kann ich nicht. Okay, also die sind wenigstens brav gesinnt. Die wollte gerade irgendwas aufheben, ne? Habt ihr gesehen? Vielleicht helfen die mir beim Graben? Kann das sein? Nee. Ich hätte da nicht reinspazieren sollen, irgendwie zu denen. Die gehen mir ziemlich auf die Nerven, irgendwie. Ich bin jetzt gespannt, ob die uns nachläuft. Oder ob die jetzt wieder nach Hause geht. Ah, sie geht nach Hause. Okay. Feenbaum, bitte. Ich hätte gern das Schwert. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es das stärkste Schwert und die stärkste Waffe im Spiel war. Oh, die sind gleich im Feierabend. Aber vielleicht haben wir noch Glück. Vielleicht, wenn wir den Feenbaum haben, dann ist das Kapitel hier oben für mich erledigt. Dann können wir weitergehen. Dann gehen wir den Ring nämlich ab. Es ist echt schade, dass ich meinen alten Spielstand nicht mehr habe. Ich hätte so gern weitergespielt. Und das Spiel lädt. Zwar nicht lang, das heißt kein Feenbaum. Wir werden es gleich sehen. Bin schon fast enttäuscht. Oh nee, er ist es nicht. Er ist es nicht. Tatsache, wir haben wieder ein paar Wugas, wobei... Hier ist ein bisschen Kampferfahrung natürlich noch mit dabei. Das ist natürlich auch gut, ne? Aber trotzdem ärgert mich. Schau mal, die zwei Zwerge, die haben so krass viel Kampferfahrung mittlerweile, dass der Wuga so schnell down geht. Das ist natürlich richtig geil. Und wir sind hier auch schon relativ weit drüben, ne? Eine Leiter. Achso, warte mal. Moment, das müssen wir anders machen. So, aufnehmen. Wie geht's denn überhaupt? Oh, Ernährung 35. Wir hatten doch aber... Irgendwer von euch hat einen Grill... Ah ja, du hast einen Grillhamster aufgenommen. Der hat auch einen Grillhamster aufgenommen. Okay, dann lassen wir den danach gleich mal essen. Er ist eigentlich dem Hauptklotz zugewiesen. Okay, alles klar. Das Spiel selber lädt jetzt aktuell gerade gar nichts. Also da dürfte jetzt erst... Ah doch, jetzt lädt's. Aber auch nur wieder wie... Ach nee. Dürfte auch kein Feenbaum sein.